Fakten, Fakten, Fakten. Hey Leute, ich bin Sebastian Wunder und das ist eine neue Folge Facts. Heute möchte ich euch 7 Fakten vorstellen, die ihr vielleicht so noch nie gehört habt. Es geht rund ums Tanzen, es geht um Ballett, es geht um Hip-Hop, es geht um Entstehung, es geht um Zahlen, es geht um Fun Facts und ich hoffe, euch gefällt das Video und ja, lasst euch mal überraschen. Wir fangen an mit dem ersten Fakt. Jeder kennt Mr. Diddy. Candy, stop now, cause it's bad boy for life. Jeder kennt Puff Daddy, Mr. Diddy, J. Combs, Sean Combs, Bombs, eigene Marke-Label, macht Musik, hat ein Imperium, keine Ahnung, reichster Mensch überhaupt. P. Diddy war Background-Tänzer für Big Daddy Kane and Heavy D. Und Heavy D, das waren Rapper, die in den 80er, 90er Jahren Musik gemacht haben. Aber dort war P. Diddy Background-Tänzer, bevor er überhaupt seine Karriere als Rapper angefangen hat. Kommen wir zum nächsten Fakt. 11. August 1973. Wem sagt das Datum was? Niemanden? Okay. Das zählt als das Entstehungsdatum für Hip-Hop. Cliff Campbell schmiss damals eine Back-to-School-Party. Er war DJ und mixte an den Turntables und ging immer heftig ab. Und dieses Datum, als er diese Party schmiss und an den Turntables war, gilt als das Entstehungsdatum für Hip-Hop. Sein Spitzname war Herkules. Ist leider auch nicht viel. Und er prägte zum Beispiel auch den Namen Breakdance. Also Cliff Campbell, große Inspiration und ja, Entstehung quasi des Hip-Hops. Kommen wir nun zu einem etwas traurigeren Fact. Ein Mann starb bei einer Weihnachtsfeier. Kein Scherz. Nicht witzig. Wir kennen alle diesen Mann. Open Gangnam Style. Nein, dieser Mann starb nicht bei der Weihnachtsfeier, aber das ist halt auch nicht witzig. Der Mann, der bei der Weihnachtsfeier starb, ist gestorben, als er Psy Thine Gangnam Style getanzt hat. Ja, tatsächlich, ich habe es niemals geglaubt, aber Leute, be careful, ja? Tanzt euch nicht zu Tode. Kommen wir zum nächsten Datum-Fact. Kommen wir zum nächsten Fact. Marie Taglioni war eine italienische Balletttänzerin. Sie gilt als eine der bekanntesten und einflussreichsten Balletttänzerinnen all time. 1832, was muss man nicht mehr reinziehen? 1832, das ist fast keine Ahnung. 200 Jahre? Fast 200 Jahre her. Sie tanzte damals als allererste auf Spitzenschuhen. Wenn man so auf den da oben drauf. Tut scheiße weh. Nicht, dass ich das behaupten könnte, aber es sieht immer so aus, als wenn es weh tut. Im nächsten Fact zeigen wir euch sogar, wie Tanzen der öffentlichen Sicherheit, ne, was Gutes tut. 2008 wurde in Rumänien den Polizisten Ballettunterricht verschrieben. Sie mussten regelmäßig den Ballettunterricht besuchen, damit sie eleganter laufen. Das würden ganz vielen hier auch nicht schlecht tun. Heutzutage ist es üblich, dass wir uns auf Meisterschaften beweisen, dass wir auf Competitions fahren, dass wir
mit der Crew gemeinsam irgendwo hinfliegen, um Pokale zu gewinnen oder Medaillen etc. Die erste große Competition gab es 1996. Damals war es noch ein B-Boy Competition, die es als erstes in London gab. Doch es gibt einige Competitions, die wir heute sogar noch kennen, die auch relativ zügig danach kamen. 2002 gab es einmal das Hip-Hop International, wo wir als Deutschland auch schon sehr präsent waren. Und einmal Just a Boo, brauchen wir nichts sagen, kamen beide 2002, das heißt, es gibt mittlerweile schon über 10 Jahre. Und ja, wird es auch heute noch weitergeben, kommt jedes Jahr. Und ich wünsche allen viel Glück, die auf Meisterschaften tanzen und sich weiterhin als Solo oder in der Crew ausprobieren. Kommen wir zum heutigen letzten Fact und einer meiner Lieblingsfacts, wie ich finde. Tupac Shakur kennt jeder. Jeder, der irgendwie schon mal Hip-Hop gehört hat oder schon seit längerem Hip-Hop hört, gilt heute noch als Rap-Legende und ja, als Meilenstein des Hip-Hops. Was aber die wenigsten wissen, abgesehen davon, dass er ein echt super intelligenter Rapper war und nicht einfach nur übers Schießen und Frauen in seinen Texten gerappt hat, war der Typ super intelligent und war auf einer School for Arts. In Baltimore ging er quasi auf eine Hochschule für Kunst und belegte dort auch Kurse wie Ballett und Jazz. 1986, 87 wurde er dann sogar noch ausgewählt, beim Nussknacker zu tanzen, und auf der Schule gilt er natürlich als bester Rapper, aber dennoch auch bekannt als Balletttänzer und Jazztänzer. Finde ich mega und ist mega inspirierend, wusste ich vorher nicht, und es ist immer wieder interessant zu sehen, was hinter den Leuten steckt und vor allen Dingen, was Tanzen mit den Leuten bewegt. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video etwas mitnehmen. Und schreibt mir doch mal in den Kommentaren, welcher Fakt euch am meisten fasziniert hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Vielleicht kommt dann das nächste Video mit den nächsten Fakten. Bleibt am Ball, immer schön tanzen und bis zum nächsten Video.